Canon stellt zur NAB 2015 auch die C300 in einer neuen Version vor, nämlich in der Mark II Version. Mark II klingt immer nach Erfolg, die 5D Mark II, das war der Erfolgsbringer für Canon schlechthin bei den Independent-Filmern und für den Kinolook für wenig Geld, also Thema VDSLR. Und dieser Begriff Mark II, der spielt jetzt auch bei der C300 eine Rolle. Was sind denn die Neuerungen bei der C300 Mark II im Vergleich zum bisherigen C300-Modell? Ja, die Kamera heißt zwar C300 Mark II, aber im Prinzip ist es eine komplett neue Kamera. Wir haben das hier mal so ein bisschen dargestellt. Auf der einen Seite gibt es ein komplett neues, stabileres Gehäuse, auch wenn der Formfaktor sehr ähnlich ist wie bei der alten C300. Aber das Gehäuse intern ist sehr, sehr stabil aufgebaut. Dazu kommt ein komplett neuer Sensor. Und was sehr, sehr wichtig ist, der neue Digic 5 Prozessor, der die ganzen Daten einfach viel, viel besser verarbeiten kann. Und die Kamera zeichnet 4K auf mit 410 Megabit pro Sekunde, also ein sehr, sehr hoher Datenstrom. Und das bedarf natürlich eines hohen Aufwandes an digitaler Prozessorqualität. Das heißt, Canon erfüllt damit gleich mehrere Wünsche auf einmal, denn einmal haben wir jetzt einen 4K-Camcorder, der, ich sage jetzt mal, direkt auch intern eine Aufzeichnung mitbringt und dann noch dazu eine komplette 10-Bit-Verarbeitung. Ja, das ist richtig. Also wir zeichnen in dem XF-AVC-Codec auf, der eine 10-Bit-Farbtiefe hat. Dazu kommt noch, dass wir ein neues Canon Log Gamma haben, also eine neue Log Gamma-Kurve. Das ermöglicht uns einen sehr, sehr großen Blendenumfang, nämlich 15 Blenden abzubilden. Ja, ich denke, da werden sich sehr viele Canon-Fans freuen, die jetzt bisher auch schon die C300 liebgewonnen haben. Die C300 ist ja somit die erfolgreichste Kamera, gerade bei den Verleihern. Also für größere Filmproduktionen wird die sehr gerne eingesetzt. Und ich denke, da wird die Erfolgsgeschichte der C300 entsprechend weitererzählt werden. Sage ich vielen Dank für die kurze Info zu den Änderungen bei der C300 Mark II.